Hallöchen, Popöchen, und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und heute dreht sich alles um The First Descendant und was du als Neuling über das Spiel wissen solltest. Ich gebe dir heute ein paar Tipps mit auf den Weg, denn mit weit über 500 Spielstunden, denke ich, habe ich genug Know-how, um dir den ein oder anderen Tipp mitgeben zu können. The First Descendant ist ein kooperativer Action-RPG-Shooter, der dir viele Helden zur Verfügung stellt. Doch um diese Helden freizuschalten, brauchst du Ressourcen. Und um diese zu bekommen, musst du ordentlich grinden. Was bedeutet eigentlich grinden in Spielen? Das ist der Prozess, in dem du immer wieder Missionen oder Aktivitäten wiederholst, Stunden um Stunden, um bestimmte Belohnungen zu erhalten. Es erfordert viel Zeit und Geduld, aber dafür schaltest du im Spiel wertvolle Items und Ausrüstungen sowie Helden frei. In The First Descendant bekommst du diese Items hauptsächlich in Missionen, Dungeons oder bei epischen Bosskämpfen. Die Droprate ist dabei sehr gering, was bedeutet, du musst diese Kämpfe immer und immer wiederholen. Aber das ist der Sinn eines Loot-Shooters. Aktuell gibt es im Spiel 22 Helden, davon 16 normale und 6 ultimative Formen. Die ultimative Version unterscheidet sich nicht allzu stark von den normalen Helden. Sie haben etwas bessere Werte, aber was sie wirklich besonders macht, sind spezielle Module, die ihnen in bestimmten Bereichen einen Vorteil verschafft. Daher macht es Sinn, den Fokus direkt auf ultimative Helden zu legen, diese zu sammeln und zu erforschen. Jeder Held verfügt über 4 einzigartige Fähigkeiten, die ihm seine Individualität geben. Kein Held spielt sich gleich und jeder bietet ein anderes Spielerlebnis, das unterschiedlich Spaß macht. Das Freischalten der Helden ist zeitaufwendig und du musst einiges an Zeit investieren, um sie dir zu erarbeiten. Oder du greifst tief in die Tasche und bezahlst dafür. Der Einstieg in The First Descendant beginnt in Albion, der letzten Bastion der Menschheit, ähnlich wie in Destiny. Hier kannst du viele Dinge tun, Waffen leveln, Mods verbessern, Waffen aufrüsten, Teile erforschen und vieles mehr. Dazu werde ich im Verlauf des Videos noch näher eingehen. Besonders praktisch, das Spiel unterstützt Crossplay, was bedeutet, dass du mit Spielern auf anderen Plattformen zusammenspielen kannst. Im Vergleich zu Spielen wie Warframe oder Destiny fehlt The First Descendant noch ein wenig die Tiefe. Besonders in Bezug auf die Story, die aktuell eher flach wirkt. Dennoch macht das Game Spaß und wir sollten nicht vergessen, dass das Spiel noch in den Kinderschuhen steckt. Es gibt so viel Potenzial für zukünftige Updates und Verbesserungen. Dazu muss gesagt werden, dass die Publisher bzw. die Devs auf die Community hören. Und jedes Mal, wenn irgendwie ein Problem im Raum stand, sind die Devs darauf eingegangen und haben das Problem direkt behoben. Lass uns nicht lang schnacken, lass direkt anfangen. Ich zeige euch jetzt die Tipps für Anfänger in The First Descendant. Der Startjar. Welchen nehme ich? In The First Descendant hast du zu Beginn die Wahl zwischen 3 Charakteren. Viessa, der Eismagierin, links, Lepig, dem Feuermagier, in der Mitte und Ajax, dem Tank, auf der rechten Seite. Meine Empfehlung ist ganz klar Lepig. Er eignet sich hervorragend zum Farmen und zeigt besonders im späteren Spiel sein volles Potenzial als absoluter Bosskiller. Wenn du also nach einem vielseitigen und starken Helden suchst, der dich wohl durch die frühen Phasen als auch durch die härtesten Kämpfe begleitet, ist Lepig die beste Wahl. Eine Welt, viele Gebiete. In The First Descendant gibt es insgesamt 8 Gebiete plus die zentrale Stadt Albion. Jeder dieser Gebiete ist in kleinere Unterregionen aufgeteilt, in denen ihr verschiedene Aktivitäten finden könnt, wie Missionen, Dungeons, Reaktoren, Zonenaufklärungsmissionen oder Lehrenfragmente. Diese Gebiete bieten viel Abwechslung und zahlreiche Herausforderungen, die es zu entdecken gilt. Donnerkäfig, das Monster unter den Startwaffen. Ultimative Waffen sind äußerst mächtig und haben besondere Effekte. Ein Beispiel dafür ist die Waffe Donnerkäfig, die ich euch für den Start in The First Descendant nur empfehlen kann. Diese Waffe schaltet man schon sehr früh im Spiel frei und sie lässt sich ebenso früh maximieren, wenn ihr die benötigten Items dafür farmt. Wenn ihr den Donnerkäfig insgesamt 5-mal sammelt, könnt ihr diese Waffe jedes Mal miteinander kombinieren, um sie so noch weiter zu verstärken. Die ultimative Fähigkeit des Donnerkäfigs ist ein AOE-Kegel, der alle Gegner in der Umgebung niederstreckt. Achtet darauf, dass ihr eure Waffe immer an das passende Level anpasst. Ihr könnt euch einfach das Level einer beliebigen Waffe auf eure Donnerkäfig übertragen, damit ihr stets auf dem aktuellen Stand seid und die Waffe immer stark genug für das nächste Gebiet ist.
ein leichter Start mit der richtigen Modulauswahl. Euer Descendant steht und fällt mit der Auswahl eurer Module. Legt euch nicht zu früh auf irgendwelche Builds fest, sondern startet erstmal mit den Grundfähigkeiten. Ihr seht hier, kommen wir gerade mal auf 2000 Leben und 15.000 Schild. Das ist relativ wenig und so werdet ihr auf jeden Fall down gehen. Mit der leichten Auswahl von erhöhter LP, schnellerer Fähigkeitsstärke, erhöhtem Schild und auch erhöhter Verteidigung ist euer Descendant um einiges stärker. Mit der Auswahl dieser leichten Module, die ihr früh im Spiel freischalten könnt, kommt ihr auf 18.000 Verteidigung und satte 19.000 Leben. Das ist so viel, dass ihr einfach in schwere Missionen hingehen könnt und dem Gegner mit der Faust die Fresse polieren könnt, ohne euch Sorgen machen zu müssen, dass ihr direkt umfallt. Natürlich braucht ihr auch die passenden Komponenten, legt meiner Meinung nach einfach direkt den Augenmerk auf viel LP und schon habt ihr das Spiel in seiner Materie ausgedribbelt. Unterwerte auf den Komponenten. Die Komponenten im Spiel haben verschiedene Unterwerte und jeder einzelne Komponent kann unterschiedliche Werte haben, die andere nicht haben. Um euch das Ganze zu vereinfachen, habe ich die Website TFD Master erstellt. Den Link dazu findet ihr immer in der Videobeschreibung. Auf der Website gibt es eine spezielle Seite für Komponentenunterwerte und Reaktorenunterwerte. Dort könnt ihr genau sehen, welche Werte auf den Komponenten möglich sind und was Minimum und Maximal möglich ist. So könnt ihr eure Ausrüstung gezielt optimieren und das Beste aus euren Komponenten herausholen. Reaktoren. Was muss ich beachten? In The First Descendant gibt es Reaktoren, die je nach Elementtyp wie Attributlos, Feuer, Blitz, Eis oder Gift unterschiedliche Attribute enthalten können. Um herauszufinden, welchen Reaktor du für deinen Charakter benötigst, gehst du einfach auf die Seite Nachfahren Module. Dort kannst du die verschiedenen Fähigkeiten deines Charakters sehen. Hier im Beispiel benötigt der Charakter Lepig, Feuer und Singular oder Feuer und Tech. Nun musst du nur noch den passenden Reaktor finden. Sobald du den Schwierigkeitsgrad schwer freigeschaltet hast, öffnest du die Weltkarte, dann gehst du unten rechts auf Schwierigkeitsstufe Belohnung. Hier hast du die Möglichkeit, nach dem Munitionstyp deiner Waffe, dem Element und dem gewünschten Zusatzattribut zu filtern. Sobald du den richtigen Reaktor gefunden hast und dieser in der aktuellen Lootwoche verfügbar ist, kannst du direkt zum entsprechenden Ort reisen und den Reaktor erfarmen. Modulkapazität. Mehr Module, mehr Power. Wie genau kann man die Modulkapazität erhöhen? Standardmäßig hatten Descendant 50 Plätze für Module frei. Um die Kapazität zu erhöhen, kann man jetzt sogenannte Manöver einsetzen. Das sind goldene Module. Die kosten standardmäßig erstmal 0 Punkte. Und da gibt es zum Beispiel das Multimanöver, das Fernmanöver oder das Luftmanöver. Wenn ihr diese Module aufwertet, dann bekommt ihr mehr Modulplätze. Ihr seht jetzt hier, das Modul kostet 0 Punkte, hat aber auch keine Modulplätze. Setze ich das Luftmanöver mit 10 Punkten ein, weil es aufgewertet ist, habe ich auf einmal 60 Plätze. Das macht also Sinn. Wenn ich hier jetzt noch ein Prestige einsetze und den Sockel M da reinmache, dann bekomme ich auch nochmal 5 Plätze mehr. Das zeige ich euch anhand eines anderen Descendants. Wir gehen einfach mal auf Lepig und schauen mal dort nach. Da habe ich nämlich schon den Malachit-Sockel reingepackt. Und dort seht ihr, ich habe jetzt 15 Punkte auf dieser Karte. Das macht natürlich sehr viel Sinn. Wie kann ich noch mehr Modulkapazität erhalten? Und zwar gehe ich wieder auf meinen Charakter von gerade. Und wenn ich dort wieder auf die Nachfahren-Modulen-Seite gehe, kann ich Modulzusatzeinstellungen anklicken, kann nun dort die maximale Kapazität steigern, brauche dafür dann aber einen Energieaktivator. Dieser ist nicht so einfach zu farmen, es geht relativ schnell, wenn man weiß wie, aber die Baupläne machen das Ganze schon etwas stressiger. Dafür habt ihr dann am Ende 80 Modulplätze insgesamt. Wenn ihr den Malachit-Sockel mit drin habt, kommt ihr auf 85 Plätze. Die Kosten von Modulen. Rote und grüne Plätze.
Bei den Modulen gibt es sogenannte Sockel, wie zum Beispiel Malachit und Rutil. Jedes Modul hat einen bestimmten Sockeltyp, der oben mit den verbundenen Punkten angezeigt wird, die die Kosten des Moduls darstellen. Aufgewertete Module kosten natürlich mehr Punkte. Nehmen wir als Beispiel das Modul Fertigkeitenerhöhung. In seiner unaufgewerteten Form kostet es 5 Punkte, in der aufgewerteten Form 15 Punkte. Wenn du dieses Modul in einen Rutil-Sockel setzt, kostet es nur noch 8 Punkte. Hier in der Farbe grün dargestellt, sieht man nun, das Modul kostet 8 Punkte. Setzt du es jedoch in einen falschen Sockel, hier zum Beispiel in den Malachit-Sockel, steigen die Kosten auf einmal von 15 auf 20 Punkte. Deswegen wird das Ganze rot dargestellt. Deshalb ist es sehr wichtig, immer auf den passenden Sockel zu achten, um die Module so effizient wie möglich einzusetzen und unnötige Kosten zu vermeiden. Prestige – werde stärker. Im Spiel gibt es eine Möglichkeit, deinen Charakter erheblich zu verstärken. Das sind die Module. Dazu kommt dann der Prestige-Modus. Sobald ein Charakter die Stufe 40 erreicht hat, kannst du ihn praktisch wieder auf Stufe 1 zurücksetzen und dafür einen Sockel erhalten. Sockel sind einfach erklärt. Deine Module verbrauchen aktuell viele Punkte, wodurch du nur eine begrenzte Anzahl an Modulen einsetzen kannst. Um das zu verbessern, kannst du einem Modul einen Sockeltyp zuweisen. Dafür musst du nur wissen, welchen Sockeltyp du brauchst. Nehmen wir das Beispiel eines C-Sockels. Setzt du das Modul in diesen Sockel ein, verbraucht es weniger Punkte. Dafür benötigst du einen Kristallisierungskatalysator, den man relativ schnell farmen kann, wenn man weiß, wo man gucken muss. Das Zuweisen eines Sockeltypens setzt die Nachfahrenstufe zurück, doch danach verbraucht das Modul nur noch die Hälfte an Platz und du kannst mehr Module einsetzen. Auf meinem Kanal findet ihr ein detailliertes Video zum Thema Prestige und auf meiner Website TFD Master, verlinkt in der Videobeschreibung, gibt es noch mehr Input dazu. Private Welten für Ruhe und Frieden. In The First Descendant kann es ziemlich nervig sein, wenn du einen Außenposten erledigen möchtest und dieser bereits von anderen Spielern abgefarmt wird. Mein Tipp: Stell die Welt einfach auf privat, so kannst du in Ruhe und Frieden alle Missionen erledigen, ohne dass dir jemand dazwischenfunkt oder dich stört. Das gibt dir die volle Kontrolle und du kannst das Spieltempo ganz nach deinem Geschmack bestimmen. Die Informationsübersichtsseite. Der wichtigste Tipp, den ich euch mitgeben kann, ist die Nutzung der Informationsseite im Spiel. Geht auf die Weltkarte und wählt oben den Reiter Informationen aus. Dort findet ihr alles, was es im Spiel gibt. Wenn ihr beispielsweise einen Nachfahren sammeln wollt, so könnt ihr hier auf den Nachfahren klicken und direkt sehen, welche Items und Komponenten ihr benötigt und wo ihr sie finden könnt. Außerdem könnt ihr zum Beispiel herausfinden, welche Module euch noch fehlen und wo ihr die gesuchten Module bekommt. Von dieser Seite aus könnt ihr euch sogar direkt in die entsprechenden Einsätze rein teleportieren. Ein weiterer nützlicher Punkt ist, dass ihr hier herausfinden könnt, welche Inhalte ein amorphes Material hat. Diese Information sieht man im Spiel bei Reaktoren zum Beispiel nicht sofort. Aber über die Informationsseite erhaltet ihr eine klare Übersicht, was enthalten ist und wo ihr es finden könnt. Meisterschaftsrang. Was ist das und wie leveln wir ihn? Im Spiel gibt es einen sogenannten Meisterschaftsrang. Den seht ihr im HUD oben rechts oder im Inventar auf der linken Seite. Der Maximalrang beträgt aktuell Level 30. Wenn ihr euren Meisterschaftsrang erhöht, bekommt ihr mehr Platz und Kapazität für Nachfahrenmodule, Waffenmodule, Ausrüstungsplätze, Lagerplätze und Verbrauchsgegenstände. Ihr könnt den Rang steigern, indem ihr zum Beispiel neue Nachfahren auf das Maximum Level 40 bringt. Dabei zählt der Prestige-Modus nicht. Das bedeutet, ihr könnt einen Nachfahren nur einmal auf Level 40 leveln und das zählt für den Meisterschaftsrang. Ihr könnt aber auch Waffen auf Level 40 leveln. Auch hierbei gilt, Prestige zählt nicht. Davon gibt es im Spiel jede Menge, also habt ihr viele Möglichkeiten, euren Meisterschaftsrang zu erhöhen und eure Kapazität zu erweitern. Nachladen und Rollen.
Es gibt im Spiel die Möglichkeit, die Animation fürs Nachladen zu unterbrechen und trotzdem nachgeladen zu haben. Dafür müsst ihr einfach kurz über der Hälfte einmal eine Rolle vollführen und schon habt ihr nachgeladen, obwohl ihr noch gar nicht fertig seid. Ultimative Chars, ja oder nein? Wie man in diesem Beispiel sehen kann, ändert sich die Fähigkeiten oder Fähigkeitsstärke eines Descendants nicht, egal ob Ultimate oder nicht. Die Grundwerte erhöhen sich jedoch leicht, was den Descendant im Ultimate-Modus natürlich etwas stärker macht. Das Wichtigere ist jedoch, dass ein Ultimate Descendant besondere Module erhält, die eine Fähigkeit komplett anwandeln und erheblich verstärken können. Deshalb lohnt es sich, von Anfang an Fokus auf einen Ultimate Descendant zu legen, anstatt Zeit in das Farmen eines normalen Nachfahren zu investieren. Besonders wenn man bedenkt, dass man ohnehin nur 10 Charakterplätze zur Verfügung hat, ist es sinnvoll, sich früh auf der stärkeren Ultimate-Variante zu konzentrieren. Hey, kurze Unterbrechung in eigener Sache, denn ich bin jetzt offiziell Nexon Content Creator geworden. Und deshalb wollte ich dich fragen, ob du bereit bist, das nächste Level zu erreichen und mich gleichzeitig dabei zu unterstützen. Mit dem Creator-Code WeAreMeko ist das möglich. Gib einfach meinen Creator-Code im Spiel ein und erlebe zahlreiche Vorteile. Dazu gehst du im Spiel auf Sozial, gibst bei Spielersuche meinen Namen i-m-meko #8942 ein und kannst mir direkt eine Freundschaftsanfrage schicken. Vielleicht können wir ja mal gemeinsam spielen oder wenn du eine Frage hast, flüsterst du mir eine Nachricht zu. Ersteller-Details anklicken, dann klickst du auf einen Ersteller unterstützen und nach kurzer Wartezeit kannst du dann das Häkchen setzen und mir dann deinen Support gewähren. Dafür erhältst du Folgendes. Exklusive Aktionen und Events. Sei dabei, wenn es besondere Aktionen und Events gibt, die nur für Unterstützer zugänglich sind. Egal ob es spezielle Turniere, Ingame-Events oder besondere Belohnungen sind. Du wirst als Erster informiert und kannst teilnehmen. Belohnungen und Boni. Profitiere von exklusiven Ingame-Boni und Belohnungen, die nur für diejenigen verfügbar sind, die einen Creator-Code eingegeben haben. Das können seltene Skins oder besondere Items sein. Mit deinem Support hilfst du direkt dabei, dass ich weiterhin großartigen Content für dich erstellen kann. Dein Einsatz trägt dazu bei, dass spannende Projekte, Livestreams und Videos weiterhin möglich sind. Danke für deine Unterstützung und viel Spaß beim Spielen. Erhaltet mehr Loot durch Infiltrationen. Gewisse Descendants oder Waffen kann man nur durch Infiltrationen in Zonenaufklärungsmissionen freischalten. Dazu muss man diesen Computer, der da vor mir steht, hacken. Wenn man aber vom Gegner gesehen wird, kann man das Ganze nicht mehr machen. Dann bleibt einem entweder die Flucht oder man zerstört den Computer und nimmt mit, was man bekommt. Wenn man alle Computer zerstört hat, spawnt ein Boss. Wenn man diesen zerstört, bekommt man mit Glück ein amorphes Material, das man dann braucht, um, wie gesagt, Waffen oder Descendants freizuschalten. Im nächsten Beispiel zeige ich euch, wie man das Ganze infiltriert. Ihr braucht einen Charakter, der sich unsichtbar machen kann, und das ist Sharon. Mit den richtigen Modulen kann man die Dauer der Unsichtbarkeit sehr hoch halten und schafft dann auch Infiltrationseinsätze mit 4 Computern. Hat man dann alle 4 Computer zerstört, ohne gesehen zu werden, kann man den Boss ganz normal töten. Das kann man auch machen, wenn man dann sichtbar ist. Und mit einer gewissen Prozentchance bekommt man dann neue amorphe Materialien, die man sonst nicht bekommt. Hier schauen wir uns jetzt mal das Beispiel an. Bei dieser Zonenaufklärungsmission bekommt man dann das Muster 55A zu 25%. Elif. Netter kleiner Helfer. Im Spiel werdet ihr immer wieder den Begriff Elif zu hören bekommen. Dies beschreibt den Scanner im Spiel. Mit einem Druck auf die Taste Tabulator könnt ihr den Scanner benutzen. Dieser hilft euch dabei, zum Beispiel einen Tresor zu finden. Tresore sind wichtig, um seltene Komponenten zu sammeln, die ihr nicht von Gegnern erhaltet. Neu ist eine Anzeige mit einem kleinen Pfeil, der euch genau zeigt, wo der nächste Tresor zu finden ist. Besonders hilfreich für hörgeschädigte Spieler. Habt ihr den Tresor ausfindig gemacht, könnt ihr einfach hingehen und zum Beispiel mit dem Charakter Enzo, mit dem das Minispiel um einiges leichter wird, den Tresor öffnen, um den seltenen Inhalt freizulegen. Der Elif-Scanner hat jetzt auch eine Funktion in Dungeons und kann den Weg anzeigen, wobei ich das nicht für sinnig erachte,
denn im Dungeon gibt es eh nur einen Weg. Bosse, einfach Solo legen. Im Spiel gibt es mächtige Bosse, sogenannte Kolosse, die ordentlich Schaden einstecken können. Es wird der Punkt kommen, an dem ihr Probleme habt, einen Koloss zu besiegen, da viele Randoms einfach nicht stark genug sind. In solchen Fällen empfiehlt es sich, die Mission auf privat zu stellen und es entweder mit einem Freund oder sogar alleine zu versuchen, denn im Solo-Modus sind die Bosse deutlich einfacher zu besiegen und können oft in Sekundenschnelle gelegt werden. Aesir beim Boss. Wichtige Informationen einblenden. Beim Bossfight kann man den Aesir-Scanner auch nochmal nutzen. Wenn ihr den einschaltet, seht ihr unter der Lebensleiste des Bosses eine lilane Leiste. Dies ist die Enrage-Leiste. Daran könnt ihr erkennen, wann der Boss in seinen Enrage-Modus geht und für eine gewisse Zeit unverwundbar wird. DBNO – Down but not out. Bei einigen Komponenten werdet ihr auf den Wert DBNO-Dauer stoßen. Dieser Wert beschreibt die Zeit, die ihr am Boden liegen bleibt, wenn ihr in einer Gruppe seid und vom Gegner down, also getötet werdet. Meiner Meinung nach ist dieser Wert jedoch sinnlos und unbrauchbar, da er kaum einen echten Nutzen bietet. Wenn ihr alleine spielt, geht ihr nicht mal down, sondern werdet einfach direkt am nächsten Punkt gerespawnt. Lebenspunkte anzeigen lassen für mehr Übersicht. Im Spiel könnt ihr euch sowohl eure Lebenspunkte als auch Schildpunkte anzeigen lassen. Außerdem gibt es eine nützliche Option für einen alternativen Sucher für den Greifhaken. Dafür müsst ihr nur in die Optionen auf den Reiter Gameplay klicken. Unter den Schadensanzeigen-Optionen könnt ihr einfach alles auf Anschalten, um eine größere Übersicht über eure Statuswerte und den Schaden zu erhalten. Zusätzlich findet ihr unten in den Steuerungsmethoden die Greifhaken-Kalibrierungshilfe, die das Anvisieren von Zielen mit dem Greifhaken deutlich erleichtert. So habt ihr nicht nur mehr Kontrolle, sondern auch eine bessere Übersicht während des Spiels. Statuseffekte für noch mehr Übersicht. Auch die Statuseffekte könnt ihr euch im Spiel anzeigen lassen. So seht ihr zum Beispiel, mit welchem Element ihr auf einen Gegner schießt und wie viel Schaden dieses Zusatzelement verursacht. Das ist besonders nützlich im Kampf gegen Bosse, da ihr so überprüfen könnt, ob ihr das richtige Element im Einsatz habt. Ich habe diese Option aktiviert, um jederzeit sicherzugehen, dass ich im Kampf das richtige Element benutze und den maximalen Schaden austeilen kann. Dazu geht ihr einfach in die Optionen, auch wieder auf Gameplay. Und bei Statuseffekt Text anzeigen lassen, habe ich zum Beispiel an Gegner aktiviert. Voreinstellung: schnelle Sets für eure Chars. Im Spiel habt ihr die Möglichkeit, für eure Charaktere Voreinstellungen zu definieren. In diesen Voreinstellungen speichert ihr unter anderem Reaktoren, Komponenten und Waffen für eure Nachfahren. So könnt ihr mit einem einfachen Druck auf die Taste F eure Voreinstellung schnell und unkompliziert anwenden. Dadurch habt ihr euren Charakter mitsamt allen vorher festgelegten Settings sofort ausgewählt. Wichtig zu beachten: Module sind von diesen Voreinstellungen nicht betroffen und müssen immer manuell ausgewählt werden. Maximale Anzahl an Chars: 10 Stück am Start. Beim Start vom Spiel habt ihr insgesamt 10 Plätze für Charaktere frei. Es gibt insgesamt 22 Charaktere. Man kann Zusatzplätze kaufen, diese kosten dann aber echt Geld. Das sind 50 Kaliber, was umgerechnet 1 Euro entspricht. Alles zerschrotten, nichts verkaufen. Im Spiel solltest du alles, was du findest und nicht gebrauchen kannst, zerschrotten. Dadurch erhältst du nützliche Komponenten, die du im weiteren Spielverlauf dringend benötigen wirst. Zwar gibt es einen Händler namens Deslin, bei dem du deine Sachen verkaufen kannst, aber das lohnt sich wirklich nicht. Gold findest du im Spielverlauf mehr als genug, während die Materialien aus dem Zerschrotten wesentlich wertvoller sind, um deine Ausrüstung zu verbessern und voranzukommen. Neu starten ohne zu laufen. Wenn ihr eine Mission spielt, gegen einen Koloss kämpft oder einen sonstigen Einsatz macht, könnt ihr diesen nach einem Fehlschlag oder nach Abschluss schnell und einfach neu starten. Dafür geht ihr einfach in die Übersicht mit der Taste F2 und haltet dann die R-Taste gedrückt, um einen Restart durchzuführen. Ihr werdet sofort zum Anfang der Mission teleportiert und könnt direkt wieder loslegen, ohne lange warten und laufen. Schießen
beim Landen. Wenn ihr einmal einen weiten Abgrund mit Anlauf überspringt und auf dem Boden landet, dauert es oft ein paar Sekunden, bis euer Charakter wieder normal laufen kann. Diese Landungsanimation könnt ihr jedoch skippen, dafür müsst ihr einfach kurz vor dem Aufprall auf dem Boden beim Laufen die Schusstaste gedrückt halten. Dadurch könnt ihr direkt weiterlaufen, ohne dass euer Charakter in Stocken gerät. So bleibt ihr in der Bewegung und spart wertvolle Zeit. Der Weltchat. Toxic Incoming. Im Spiel gibt es einen Weltchat, der leider oft sehr toxisch ist, da viele Leute dort einfach nur rumflamen. Zwar kann man den Chat nutzen, um schnell eine Gruppe für bestimmte Dungeons zu finden, aber das kann manchmal auch frustrierend sein. Ich empfehle euch stattdessen, euch meinen Discord anzuschließen. Dort trefft ihr auf meine freundliche Community, mit der ihr garantiert viel Spaß haben werdet. Module: Zerstören oder kombinieren? Im Spiel werdet ihr eine Menge Module sammeln. Oft auch mehrfach. Was könnt ihr mit den doppelten Modulen machen? Ihr könnt zum Beispiel zu Silon in Albion gehen und dort die doppelten Module zerlegen. Dafür erhaltet ihr Kulpa, eine Ressource, die ihr benötigt, um die Module eurer Nachfahren abzugraden. Alternativ könnt ihr die Module auch kombinieren, um dadurch neue Module freizuschalten, die ihr vielleicht noch nicht habt. Dafür braucht ihr jedoch auch etwas Glück. Einige Module lassen sich zum Beispiel nur durch Kombinationen freischalten. Ein Beispiel dafür ist Schussfokus, das einzige Modul, das die Schusswaffenangriffe eines Nachfahren verstärken kann, ohne dass es in eine Waffe eingesetzt werden muss. Mit etwas Glück könnt ihr euch so viel Grind ersparen. Meine Empfehlung ist es jedoch, Module eher zu zerlegen, da ihr sehr viel Kulpa benötigen werdet, um eure Stärken der Module auf das nächste Level zu bringen. Booster effizient nutzen und nicht verschwenden. In The First Descendant gibt es Booster, die verschiedene Vorteile bieten, wie das Erhöhen der Erfahrung für deinen Charakter oder Waffen, sowie das Steigern des Erhalten von Golds oder Kulpa-Splittern. Diese Booster erhältst du beispielsweise von den Entwicklern als Belohnung in Events oder über den Battle Pass. Wichtig ist, diese Booster wirklich erst dann einzusetzen, wenn du sie auch brauchst, zum Beispiel, wenn du einen Charakter leveln möchtest. So stellst du sicher, dass du die Booster effizient nutzt und nicht unnötig verschwendest. Kein Pay to Win. Es gibt alles auch gratis. In The First Descendant gibt es kein Pay to Win Prinzip. Man kann alles, was spielrelevant ist, auch gratis freispielen. Das einzige, was man nicht kostenlos bekommt, sind kosmetische Gegenstände wie Skins oder Booster, die das Leveln beschleunigen. Ist das notwendig? Meiner Meinung nach nicht. Alles, was wichtig für das Spiel ist, kann man durch Fleiß freischalten. Daher gibt es kein Pay to Win Prinzip. Höchstens ein bisschen Pay to Progress. Aber ob man das nutzen möchte, muss doch jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich habe zum Beispiel immer den Season Pass gekauft, da ich finde, dass man die Entwickler für ihre Mühe, ein Free-to-Play-Spiel zu schaffen, ein wenig belohnen kann. Und durch den Season Pass bekomme ich halt auch ein paar Kaliber und kosmetische Gegenstände, mit denen ich meine Charaktere aufhübschen kann. Das war's mit meinem Tipps und Tricks Video. Zu guter Letzt sind mir noch ein paar kleine Themen eingefallen, die ich hier nochmal einwerfen möchte. Ihr könnt Charaktere auch freisetzen, das heißt, ihr löscht diese Charaktere sozusagen. Habt ihr Kristallisierungskatalysatoren in den Charakter eingesetzt, um zum Beispiel den Prestige zu erhöhen, so bekommt ihr diese leider nicht wieder. Ihr bekommt lediglich 200.000 Gold. Allerdings könnt ihr den Charakter jederzeit wieder neu erforschen und dieser ist dann auch auf dem Stand, in dem ihr ihn zurückgelassen habt. Die Story würde ich euch empfehlen, einfach ganz schnell durchzuspielen. Haltet euch nicht zu lange mit irgendwelchen Farmsachen oder Builds auf, sondern kümmert euch darum, dass ihr schnell die Story und alle Gebiete durchspielt, damit ihr einfach in den Endcontent oder in den Endbereich kommt, damit ihr euren Charakter dann auch finalisieren könnt. Die Bunny Quest für den Charakter Bunny bekommt ihr ja auch sehr schnell, da der Charakter ja eigentlich gratis ist am Anfang. Die Bunny Quest würde ich euch empfehlen, sehr schnell zu machen, denn da kriegt ihr einen gratis Kristallisierungskatalysator. Gerade für den Anfang lohnt sich das sehr. Die würde ich euch empfehlen, dann auch in den Donnerkäfig einzusetzen, damit diese um einiges stärker wird. Wichtige Charaktere, die man am Anfang schön erfarmen kann, sind Bunny, also Ultimate Bunny, Lepig, wenn man ihn nicht direkt als Startcharakter genommen hat, damit man einen fetten Bosskiller hat,
Enzo, damit man Tresore schneller und einfacher öffnen kann, weil das Minispiel ohne Enzo echt sehr, sehr schwer ist. Und zu guter Letzt auch noch Sharon. Denn mit Sharon könnt ihr Infiltrationen machen, womit ihr anamorphe Materialien kommt, die ihr sonst nicht erreichen könnt. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und die Tipps und Tricks konnten euch ein bisschen weiterbringen. Auch vielleicht, wenn du noch schon ein erfahrener Spieler bist. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr mit dabei wart. Freue mich, dass dir das Video gefallen hat. Zeig mir das Ganze doch mit dem Daumen nach oben. Hast du noch irgendwelche Anregungen oder Ideen, schreib es in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns einfach mal auf meinem Discord oder vielleicht auf meinem Stream am Dienstag. Und dann können wir gemeinsam ein bisschen farmen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Fühl dich gedrückt. Dein Mekko.